Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drakan und der Orden der Flamme. So, wir hängen leider hier noch fest, da ich noch nicht den Weg gefunden habe, um das Portal oder beziehungsweise den Durchgang frei zu machen. Denn irgendwo muss sich ein versteckter Hebel befinden, den ich leider noch nicht gefunden habe. Und in der letzten Folge bin ich ja einmal hier den Weg ganz durchgerannt, um dann festzustellen, nope, das kann nicht richtig sein. So, was haben wir denn hier? Ah, eine Rune. Oh, die habe ich nicht gesehen. Die habe ich... Oh, oh. Oh, oh. Ah, da kam das blöde Vieh gleich angerannt. Ah, das ist natürlich jetzt ärgerlich, wenn man den gleich im Nacken hat. Oh, die Rune, muss ich gestehen, habe ich aber auch nicht gesehen. Ich habe sie vorhin einmal von da oben gesehen, habe aber das erst für ein Einschlagloch gehalten. Aaron, ich brauch dich. Schon. Oh, Arak, jetzt komm, da kommt schon wieder der Fette. Kann er nicht einfach mal stehen bleiben, das dumme Ding? Könnte er natürlich auch Feuer speien, das würde auch helfen. Komm schon, komm schon, komm schon. So, damit ist der weg. Mache ich den hier oben noch weg. So, meine Güte. Solche Nervheinis. Der hat aber auch alles verworfen, was er hier oben hatte. So, mal gucken, nicht, dass die irgendwelche Heiltränke gefallen gelassen haben. Sieht aber nicht so aus. Ja, das ist doch mal schön. Jetzt haben wir auch den richtigen Weg gefunden. Dann kann es jetzt ja hier weitergehen. So, erstmal die Luftabwehr ausschalten. Ein bisschen durchsuchen. Wo? Okay, ich wollte gerade sagen, erst die Luftabwehr ausschalten, sagte ich ja gerade. Oh, irgendwas hat mich getroffen. Wo? Der schießt mit Blitzkugeln. Oder ähnlichem. Oh, Lebensenergie. Das füllt ja richtig gut auf. Drei Viertel. So. Wäre schön, wenn die Warthogs sowas manchmal auffallen lassen würden. Ich werde hier auf dich warten. So, sehr schön. Einfach nur mal ein paar Pfeile. Speichern wir vielleicht mal eine Idee. Wo ist das da oben noch mehr Lebensenergie? In dem anderen Drachen. Oh, wieder voll. Sehr schön, sehr schön. Stimmt, da waren ja noch Warthogs unter mir. Hallo, Leute. Irgendwas Tolles sehen tue ich nichts. Nö, hier ist gar nichts. Nicht mal ein Eiltrank. Die Schweine. Und unter den Bäumen ist auch nichts. Lass uns die Schweine braten. Jo. Das machen wir, Junge. Das machen wir. Gut, speichern. Ist hier oben eigentlich noch irgendwas? Oh, das ist eine Höhle. Aber erstmal, glaube ich, räume ich hier eben auf. Wow, wow, wow. Sehr schön. Ich will einfach nur verhindern, dass mir da irgendeiner im Rücken fällt. Hallo. Ihr seid aber auch dämlich, dass ihr das so offen baut, ne? So, das ist wahrscheinlich dann der Schalter dafür. Ah, ich mag den Flammenwerfer super Sachen. Oh! Da habe ich doch Heiltränke gehört. Gleich mal landen. Da ist einer.
Und das noch einmal. Sehr schön. So, hier ist sonst nichts. Schade. Nee, nichts. So, ist da noch irgendwas? Wir müssen schon einmal schön reinheizen. Ja, da muss ich wohl jetzt zwangsweise hier durch. Ne, Arok, aber du wartest ja auf mich. Jetzt zumindest dufte. Ich werde hier auf dich warten. Leck mich, Junge. Was zum. Ich habe gerade Feuer gehört. Kämpft Arok dagegen irgendwas? Oh. Das war knapp, ja. Oh, verdammt. Ich werde hier auf dich warten. Dann bin ich gerade so knapp die Kurve genommen. Oh, okay, das hat mir zum Glück nichts abgezogen. Ah, verdammt. Was muss die fette Sau auf so einen Volltreffer landen, ey? Nein! Okay, das war, glaube ich, der mich irgendwo getroffen hat. Ich ignoriere dich, Junge. Au. Der Sprung hat mich etwas gekostet. Macht aber nichts. Ich bin sicher, der Kampf hätte mich mehr gekostet, weil der hatte wieder eine so eine fette Rüstung. Na. So, die Frage, wartet das Schweinchen jetzt direkt an der Leiter oder habe ich noch eine Chance auszuweichen? Okay, warte, nicht direkt an der Leiter. Oh nein, Unsichtbarkeitstrank, sehr schön. Oh, der Digga hat nichts mehr zum Werfen. Oh, tut mir aber leid. Das ist aber schade. Oh, der hat doch noch was zu werfen. Uah. Au. Ich hätte es nicht beschwören dürfen. Ich kotze mir aber nicht verkneifen. So, weiter geht's. Da mal so genau gerade durchzufliegen. Versteinerten Schlaf verloren. Was dachte ich von dir, Verok? Ich fürchtete bereits, ich wäre der letzte Drachen des Ordens. Aber das bist du, alter Freund. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde nie wieder mit einem Menschen binden, nur um zu versteinern, wenn er das Zeitliche segnet. Du bist nicht gebunden? Wer hat dich dann geweckt? Jemand, der unsere Stärken achtet, ohne uns gleich mit menschlichen Schwächen belasten zu wollen. Das tut mir leid für dich, Verok. Du hast alles vergessen. Ich muss dich bemitleiden. Du, einst Drache des Heron, Bezwinger der Dunklen Union, jetzt geritten von einem Bauernmädchen. Auch dich wird sie noch überraschen, Verok. Das glaube ich kaum. Es war gut, dich noch einmal zu sehen, Arok. Doch jetzt wirst du wieder schlafen. Dieses Mal für immer. Das glaubst du doch wohl nicht im Ernst, Junge. Wo ist er denn hin? Wow. Wow! Alter! Der hat mich aber... Na toll. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, dass da sowas kommt. Den wir nehmen. Okay, das wird ein guter Drachenfight. Boah. Und so schnell wie der schießt, wird das echt. Hier kann ich nicht fliegen. Wird das echt eine Nuss. So, ich speichere mal hier. Ach,
Mann. Durch da, so. Ach, mit Leertaste kann man das hier abbrechen? Das ist aber lustig, dass ich dann hier lande. Die Frage ist, wo ist der jetzt? Ist da irgendwas drin gewesen? Nee. Hä? Hier bringen Sie also das Quest. Wow, da ist er. Alter, der Typ ist übel. Okay, also mit Leertaste kann ich die Sequenz abbrechen. Ich meine, wir kennen sie ja jetzt. Da muss ich sie mir nicht normal angucken. Dann mache ich erstmal hier die Warthogs weg. So, die Frage ist, wo ist der jetzt? Da oben. Das Problem ist, dass ich so nah an den ran muss. Aber da ist er auch schon. Wow. Oh, kriegen wir jetzt Eiskraft? Das ist natürlich schon wieder geil. Mal gucken, wie da die Alternativfeuer aussieht. Das ist sowieso geil, dass es verschiedene Arten von Kräften gibt. Feuer haben wir ja bis jetzt von Anfang an gehabt. Dann haben wir Gift gekriegt. Jetzt kriegen wir scheinbar Eis. Zumindest sieht das jetzt einfach mal danach aus, würde ich mal behaupten. Wenn das Erscheinungsbild damit gleich bleibt. Ein Dreierschuss. Boah, das wird sich mal lohnen auszuprobieren. Würde ich doch gleich mal speichern. Nein, in Kisten ist nicht wirklich was drin. So, da sind sie noch Kisten. Ja, mit Feueratem ist es ein bisschen einfacher, Kisten zu zerstören. Aber da ist nichts drin, wenn ich das nicht sehe. Ja, Sekunde. Habe ich jetzt gerade zwei? Ne, genau. Und da bin ich gekommen. Ist sonst auch nichts mehr. Das heißt, da geht's weiter. Oh. Hat sich das Farbbild geändert? Tropisch. Willkommen, wundervolle Besucher. Auf der Insel Hive. Eure Anwesenheit ist uns eine Freude. Wir grüßen euch. Im Namen von Königin Sheela, Herrscherin dieses Reiches. Na dann grüßt sie mal zurück. Ich bin Rin und das hier ist... Bloß ein alter Drache, auf dem sie herumfliegt. Der Drache ist atemberaubend. Und die Frau so schön. Danke. Ich suche einen kleinen Jungen. Meinen Bruder. Er wurde vielleicht mit einer Ladung Grimstone auf diese Insel gebracht. Zitze Grimstone? Ekliges Zeug? Der Magier in der schwarzen Festung. Bringt es hierher. Warum weiß niemand? Aber es gibt Gerüchte, dass es mit dem Talisman zusammenhängt. Dem Energiekristall. Der Energiekristall! Ihr wisst davon? Ich habe Legenden gehört. Die kennt jeder Drache. Es ist ein mächtiger Talisman, den der Magier in seinem Glockenturm bewahrt. Der auf der Insel nördlich von hier steht. Ohne den Kristall würden seine Kräfte schwinden. Seine Macht wäre gebrochen.
Und die Einfuhr von Grimstone würde enden. Mit dem Kristall könnte Königin Cilla das Reich von seiner Magie befreien. Oder es benutzen, um deinen Bruder zu finden. Dann sollten wir diesen komischen Kristall vielleicht mal besorgen. Eine Warnung noch. Erwähnt unsere Königin nicht. Denn der Magier beneidet sie um ihr Reich. Er wird euch der Prüfung nicht unterziehen. Wenn er glaubt, dass ihr mit uns verbündet seid. Er wird euch vielleicht zerstören. Was waren denn das für seltsame Viecher? Sokobi, beunruhigende Kreaturen. Ich traue ihnen nicht. Sie waren einfach zu freundlich. Na dann erzähl mal, was für ein Kristall ist das denn? Du scheinst dich ja damit auszukennen. Es ist ein Kristall von sehr großer Macht. Heron hat es in das Schwert Runenklinge eingesetzt und damit in der letzten Schlacht die Dunkle Union besiegt. Ich bin beeindruckt, du hast scheinbar eine Menge Geschichte gelernt. Ich habe eine Menge Geschichte gelebt. Sukubi, mein erster Gedanke war jetzt Harpien. Aber das andere kommt dann auch aus gleich hinaus. Dämonische Kreaturen. Ich glaube nicht, dass wir denen trauen können. Wie Rin sagte, sie waren einfach zu nett. So, dann gucken wir nochmal auf der Karte. Oh Gott, das ist ja ein Riesengebiet. Mit einer Meereskreatur da unten. Finde Wimble. Wimble ist der Magier, den wir suchen sollen. Ist wahrscheinlich da oben in der Mitte. Der soll für das alles hier verantwortlich sein. Sekunde, kann ich da öffnen? Boah, Gott, ey. Okay, ich bin hier in der Ecke. Ich gucke mich hier erst nochmal kurz ein bisschen um. Ob das hier irgendwas ist. Boah, das wird lustig, das hier... Okay, von da sind wir gekommen. Das alles zu erkunden. Dadurch, dass wir ja auch noch oben und unten haben. Ich dachte eben gerade da unten wäre eine Höhle, aber... Das sieht eher so aus, als wäre da Schnee drunter. Voilà. So, na gut. Dann machen wir uns noch mal auf, ja, im Prinzip am Rand lang zu fliegen. Weil, ja, in der Mitte ist ja nichts. Ist auch Wasser und die Inseln. Kann ich mir dann ja immer noch angucken. Boah, das wird echt schwierig. Hier oben. Oh. Edge. Noch schneller. Wow! Wow, ey. Alter, diese anderen Drachen, die kommen manchmal so aus dem Nirgendwo. Und greifen einen dann gleich ein paar Mal an. Ohne dass man damit rechnet. Das ist echt fies. Da liegt nichts. Auch nichts fallen gelassen. So, erstmal hier alles wegmachen. Warum soll ich die mit Rin besiegen, wenn ich sie mit Arauk besiegen kann? Okay, auf dieser Insel scheinbar auch nichts Besonderes. Ihr sagt hier, ihr kennt es ja aus den letzten Folgen, wenn man mal irgendwo lang fliegt. Es kann halt immer sein, dass irgendwo eine Höhle ist, dass man eine schicke Waffe findet, davon abgesehen, dass wir mehr als genug Waffen haben. Aber bessere Waffen zu finden, ja, das sage ich nicht. Nein, da würde ich auch eine andere Waffe klar verlegen lassen. Das habe ich da nicht gerade... Ich wusste doch, ich habe da was gehört. Sneakst dich an, Junge, glaub das mal nicht. Ich habe dich schreien gehört, du Idiot. Ha, hier zum Beispiel. Oder, ne, genau, es ist nicht auf der Karte eingezeichnet, hier ist eine Höhle. Ich sag ja, überall ist immer irgendwas. Was hat das denn für hier? Okay, lassen sie sich so ein bisschen wie Spinnen besiegen. Zumindest wehren sie sich nicht groß. Noch mehr Eispfeile
Das ist gut. Das ist richtig gut. Dann habe ich jetzt, glaube ich, schon 20 Stück. 90 normale Pfeile. 20 magische Pfeile. Das heißt, wenn mir irgendwann mal ein Gegner auf den Keks geht, kann ich ihn einfach wegfeuern mit dem Bogen. Da oben ist der Mond. Na gut, aber das war's erstmal für heute. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns. In der nächsten Folge, denke ich mal, werden wir dann Wimmel treffen. Und ja, mal gucken, ob der nett oder nicht nett ist. Lassen wir uns mal überraschen. Bis zum nächsten Mal bei Drakan, Order of the Flame. Tschüss.